Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zu einer weiteren Ausgabe der Aktienlust. Und für uns hier an der Börse ist es natürlich auch immer wieder spannend, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die tatsächlich ihr Geld über Aktien, über den Kapitalmarkt dementsprechend verdienen. Bei mir heute Christian Wilgus, freue ich mich sehr drüber. Lange Anreise hat er gehabt, aber wir werden jetzt mal darüber sprechen, wie er denn mit Aktien sein Vermögen aufgebaut hat. Ja, Christian, du bist ja Aktionär, Aktienaffin. Wie hat es dann bei dir angefangen? Ja, hallo Mick, danke erstmal für die Einladung, dass ich hier sein darf. Also Aktionär bin ich tatsächlich seit meinem 18. Lebensjahr. Ich habe einen Teil meiner Familie in Amerika und habe mit 18 meine ersten Coca-Cola-Aktien von meinem Onkel überschrieben bekommen und habe dann quasi Aktienluft geschnuppert und bin an dem Metier positiv gesehen hängen geblieben, habe mich dafür interessiert und bin auch den beruflichen Weg dahin gegangen. Und ja, seitdem ich 18 bin, investiere ich aktiv selber in Einzelwerte, in Aktien. Hast du denn heute noch Coca-Cola-Aktien liegen? Nein, habe ich nicht mehr. Ich habe sie gegen PepsiCo getauscht, muss ich gestehen. Allerdings war es jetzt völlig in Ordnung. Aber auch sonst die aktuellen Aktien, die ich habe, das passt. Ich muss sagen, PepsiCo ja dieser Tage erst Zahlen gebracht, sah ja freundlich aus. Ja, man ist ja in vielen Bereichen auch mittlerweile unterwegs, hat sich gut aufgestellt. Also von daher sicherlich auch eine Aktie, die da akzeptabel ist. Jetzt weiß ich auch, du hast in deinem Leben auch mal Buffett getroffen. Sicherlich eine ganz einzigartige Begegnung. So ist es. Also wir sind 2009 rübergefahren und rübergeflogen in dem Fall und haben Buffett mal einmal die Hand schütteln dürfen. Das war natürlich für so einen, ich sag mal, Kapitalisten in dem Moment eine schöne Geschichte. Und Buffett hat letzten Endes eine Philosophie, die ich auch im Depot verfolge. Also wirklich gute Unternehmen, werthaltige Unternehmen kaufen. Gar nicht mal so sehr nur auf den Preis gucken. Das ist zwar auch relevant, aber wir sammeln Stücke. Das heißt, wir schauen, dass wir immer mehr Unternehmensbeteiligungen wirklich uns ins Depot holen. Bei mir ist es zumindest so. Und ich schaue, dass die Dividende passt, dass das Wachstum passt, dass nachhaltige Unternehmen sind, wo ich nicht viel tun muss, aber die eben nachhaltig, konstant, stetig steigen und wachsen. Es ist meistens nicht die nächste Amazon dabei, aber ich sage mal, eine auskömmliche Rendite mit einer gewissen Demut und trotzdem auch einem vernünftigen Cashflow, das passt soweit für mich. Und, wir hatten ja die letzten Jahre immer wieder das große Thema der sogenannten Fangaktien, Facebook, klar, Amazon oder Alphabet, Netflix, Google. Ist sowas, was in deinem Portfolio auch drin ist? Ja, also ich habe Amazon tatsächlich aber erst homöopathisch reingenommen. Ich bin viel zu spät reingegangen, wenn man ehrlich sein muss. Ich habe tatsächlich diesen Tech-Trend nicht im Depot bis dato abgebildet. Weil ich immer gesagt habe, für mich reicht die normale Marktrendite mit Dividenden irgendwo 7-9% über mehrere Jahrzehnte. Das reicht für mich völlig aus. Ich will da nicht gierig werden. Natürlich, Retroperspektive ist ja schön, mal eine Facebook und eine Amazon und Co. im Depot gehabt zu haben. Aber das weiß man erst im Nachhinein. Ich bin trotzdem sehr zufrieden. Ich habe seit 14 Jahren in dem Depot aktuell, so wie es aufgestellt ist, keine Veränderungen mehr vorgenommen. Bis auf einige Amazon noch dazu gekauft oder erstmalig dazu gekauft. Ansonsten keine Veränderungen. Ich kaufe nur noch Stücke nach und dieses Depot hat inklusive Finanzkrise vor Steuern, vor Kosten, aber inklusive Dividende 8,8% PA-Rendite. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Marktrendite kann man nicht meckern. Wenig Aufwand, passt soweit für mich. Aber 8,8%, meine Damen und Herren, damals haben wir mal 7% auf dem Sparbuch bekommen. Also 8,8%, das ist wirklich nicht gierig. Das ist eine durchaus erreichbare und mögliche Zahl dementsprechend auch. Und ich glaube, wenn man es so macht, wie Christian Wilgus gerade gesagt hat, dann kommt man auch langfristig an sein Ziel. Glaubst du denn, wenn du seinerzeit nicht in Amerika oder diese amerikanischen Beziehungen familiär auch gehabt hättest, du wärst auch in den Aktienmarkt gegangen? Das ist natürlich eine Fangfrage, weil ich kann es nicht genau beantworten. Ich denke, es macht natürlich Sinn, sich am Kapitalmarkt generell zu beteiligen, weil ich sage mal, alle Löhne, alle Steuern, alle Gehälter werden ja in Unternehmen erwirtschaftet und die direkteste Beteiligungsquelle oder Möglichkeit ist ja an der Wertschöpfung, an der Quelle sich zu beteiligen. Entweder bei nicht börsennotierten Unternehmen oder eben börsennotierten Unternehmen. Das Zweite ist natürlich in erster Linie einfacher und insofern denke ich, ich wäre dem Kapitalmarkt irgendwo wahrscheinlich näher gekommen, ohne das jetzt genau wissen zu können natürlich. Gibst du denn, und das ist für mich immer die große Frage, dein Wissen heute weiter, deine Leidenschaft weiter, damit auch die jungen Leute davon partizipieren können? Ja, also ich bin ja klassischer Vermögensverwalter, nicht mit eigener KWG-Lizenz, aber unter einem Haftungsdach. Also ich darf Portfolioverwaltung als Advisory quasi betreiben und habe dementsprechend auch in meinem Kundenklientel auch Informationen, die ich dann weitergebe, über die normale Beratungstätigkeit hinaus, um einfach einen Mehrwert zu schaffen, auch für die nachfolgende Generation, damit das Geld nicht nur gesichert wird, sondern auch im Nachgang erhalten und ausgebaut wird. Und das finde ich eben auch einen wichtigen Baustein, den ich einfach persönlich auch verfolge, wo mein Herzblut dranhängt. Ja. Und auf der anderen Seite legen wir ganz gerne in Amerika an, aber die Amerikaner auch ganz gerne in Deutschland, muss ich sagen. Dieses Made in Germany und die DAX 30 MDAX-Werte, gerade wenn wir mal die großen anschauen wie BlackRock, die finden ja den DAX nach wie vor sexy. So sieht es aus. Also ich sag mal, wenn man sich anguckt, die deutsche Börse oder ich sag mal, der DAX ist ja mehrheitlich in, ich sag mal, amerikanischer Hand, so kann man das ja anders nicht benennen.
Und die Amerikaner sind uns ja in einigen Sachen auch voraus, aber die Amerikaner haben auch eine gänzlich andere Aktienkultur, die auch historisch gesehen viel stärker gewachsen ist. Die haben nicht so ein Auffangbecken wie hier tatsächlich, sondern müssen sich ja mehrheitlich selber um ihre Altersvorsorge auch bemühen. Und da brauchen sie natürlich Kapital, das dementsprechend das auch rückdeckt. Und da ist natürlich, ich sag mal, Aktien ein riesiger Baustein für die Amerikaner. Ja, die haben einen anderen Druck, weil das Thema Rente, wie wir das hier haben, das kennen die halt eben ganz und gar nicht. Ne? Schaut denn Christian Wilgus auch ganz gerne mal in die zweite, dritte Reihe, sprich MDAX, SDAX, TecDAX rein? Nein, das tut der Herr Wilgus nicht. Allerdings da auch keine Bewandtnis auf Richtigkeit oder Falsch, sondern für mich passt es insofern nicht, als dass ich wenig Aufwand mit diesen Unternehmen tatsächlich haben möchte, auch in Zukunft. Mir reicht, wie gesagt, ein vernünftiges Wachstum, irgendwo, ich sag mal, 3-8% PA und mehr will ich in dem Bereich nicht. Natürlich nicht, ich sag mal, kontinuierlich jedes Jahr, aber im Schnitt steigend und das reicht mir völlig aus. Also insofern zweite, dritte Reihe. Ich bin nicht persönlich aktiv, aber das heißt ja erstmal nichts. Jeder wie er mag, so schön im Leben. Wie so ein Buffet. Zertifikat hebelt? Nein. Sehr gut. Und Abschluss natürlich dementsprechend gefragt. Kryptowährungen? Nein. Statement dazu? Ja, ich bin einer der jüngeren Investoren, die aber, ich glaube, manchmal sich wie 80-Jährige fühlen. Ich sage mal, nachhaltig, solide, mit, ich sage mal, altbewährten Methoden, die aber heute immer noch funktionieren. Ich sage nochmal, Geduld, Demut, natürlich eine gewisse Intention, sich auch mit den Unternehmen zu beschäftigen und dann eben nicht zu gierig zu sein. Man kriegt seine 7-9%. Wem es ausreicht, dem reicht es aus. Mir reicht es aus. Ich kann ruhig schlafen und habe trotzdem noch genügend Lebenswert, auch neben der Börse und muss mich nicht tagtäglich mit den Aktien beschäftigen. Passt für mich. Junge Leute sagen ja immer, oh, wir müssen hier aufhören, aber wir haben ja das Kapital nicht, da müssen wir ja mit 10.000, 20.000 Euro rein. Also, in erster Linie sollte man erstmal mit dem besten Wissen zu uns nämlich Wissen, mit seinem Wissen beschäftigen, um dann dieses Wissen irgendwann zu digitalisieren, kapitalisieren und sprich, das kann man natürlich auch nicht bedienen und dementsprechend auch dieses Geld dann im Kapital machen zu können. Das ist eigentlich sogar meine Intention, die ich will, ich sag mal, zu sehr mitgeben. Das Thema ETFs, wäre das ein Thema? Für jemanden, der sich nicht aktiv mit dem Kapitalmarkt beschäftigen will, finde ich, ist es eine sehr vernünftige Möglichkeit, am Kapitalmarkt passiv tatsächlich teilzunehmen, weil die Kosten gering sind. 90%, das muss man ja auch fairerweise sagen, der ETFs oder des Marktes schlagen ja auch die aktiven Fondsmanager nach Kosten. Im Umkehrschluss die wenigen 5-10% rauszufinden, ist tatsächlich, sag mal, ein bisschen auch Münzwurf. Insofern für viele Anleger für den Anfang auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ja, aber auch dann gerne mal in direkte Unternehmen sich wirklich auch einzukaufen, weil man hat einfach einen anderen Bezug. Ich sage jetzt mal, wenn du draußen rumläufst und siehst tatsächlich eine Coca-Cola, wenn ich die jetzt auch nicht habe, auf dem Tisch stehen oder jemand mit Nike-Schuhen oder ähnliches, dann weißt du, du bist direkt an der Wertschöpfungsquelle beteiligt und hast einfach nochmal einen direkteren Zugang zu der Börse und nicht nur über ein, ich sage mal, ominöses Fondskonstrukt, das du gar nicht so richtig greifen kannst. Das ist einfach der Punkt. Christian, vollkommen recht, weil da läuft man auch mit anderen Augen durch die Welt, weil man letztlich sagt, auch alle Appleianer, Mensch, jetzt habe ich das Handy schon, ja gut, dann sage ich jemand, dann kannst du ja auch die Aktie auch kaufen, wäre dann nicht unverkehrt. Aber genau so ist es, da habe ich nichts hinzuzufügen. Zum Abschluss gefragt, der Deutsche ist ja auch sehr sicherheitsbewusst. Ich meine, wir haben ja viel zu wenig Aktionäre, aber auf der anderen Seite sicherheitsbewusst kauft ja immer Gold. Ist das Thema Gold auch ein Thema für dich? Also Gold ist für mich eine Absicherungskomponente für jemanden, der wirklich, ich sag mal, auf den Worst Case sich vorbereiten möchte. Dann aber auch in vernünftigen Stückelungen, wo auch die Spreads, die Aufpreise nicht zu hoch sind, der kann sowas mit beimischen. Allerdings muss man auch fairerweise hier meiner Meinung nach die Kirche im Dorf lassen. Gold erwirtschaftet keine laufenden Erträge. Gold ist wirklich nur so diese Krisenwährung im Worst Case. Und wenn ich, sag mal, 5-10% Gold vielleicht vom Privatvermögen halte, wie es ja, ich sag mal, marktläufig auch genannt wird oder empfohlen wird, dann frage ich mich, wenn es mal richtig crasht, brauche ich das Gold dann in dem Moment oder kann es mir auch diese Verluste in der Höhe zu kompensieren? Antwort ganz klar, ich besitze kein Gold. War ein Abschlusswort von Christian Wilgus, aber Sie haben es gehört, das, was mir am besten heute gefallen hat, ist natürlich, wie gesagt, 8,8% auf eine vernünftige, seriöse und vor allen Dingen sehr demütige, langfristig angelegte Art und Weise zu erwirtschaften. Was wollen Sie da mehr für Ihre Altersvorsorge? Somit dementsprechend herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank.